Hallo oder so, liebe Roblox-Freunde und willkommen heute jetzt zurück zu einer weiteren Folge von Roblox. Und zwar spielen wir heute den Bananensimulator. Yeah! Leute, heute wird der Bananensimulator gespielt und ich habe schon mal ein paar kleine Bananen hier aufgesammelt. Es geht darum, wie in jedem anderen Simulator, einfach die Bananen aufheben, zu verkaufen und halt der krasseste Bananionär zu... Ist es richtig? Ein Bananionär... Guck mal, hier ist sogar eine rote Banane, ist die viel wert. Ich glaube, die ist tatsächlich viel wert. Und wir haben hier neben unsere Anzeige, Leute, die uns irgendwie sagt, wie viel Bananen wir noch sammeln müssen oder beziehungsweise wie viel wir schon gesammelt haben. Und heute versuchen wir natürlich die reicheste Banane zu werden. Überhaupt. Zack. Wir verkaufen es hier an den kleinen Minion. Natürlich, Leute, ihr wisst Bescheid. Man muss dazu dann einfach... Oh, guck mal, da ist eine Regenbogenbanane. Wie viel gibt es so eine verschimmelte? Die gibt sogar auch ein bisschen was. Interessant, interessant. Ich muss echt sagen, ich habe noch nie so einen... Ja, ich will nicht sagen verrückten, bescheuerten Simulator gesehen, weil ich muss sagen, ich liebe ja Bananen, Leute. Wer mich länger schon verfolgt, weiß natürlich, dass ich der Bananen-Fan bin Nummer 1, Leute. Und deswegen spielen wir auch heute dieses Game. Der Bananensimulator. Interessante Sache, hier kann man sich dann tatsächlich... Ah, da kann man sehen, wie viel die hier bringen. Eine goldene Banane bringt sogar 3. Eine bunte Rainbow-Banane bringt 5. Eine Bananen-Banane bringt 10. Und der Banana-Man bringt sogar 20. Und die McQueen-Banane, okay, bringt sogar 95. Und die Gott-Banane bringt direkt auch 200. Okay, also eine Gott-Banane ist dann auf jeden Fall schon mal gut. Hier ist eine Bananen-Banane, die bringt auch schon gut was. Aber die heftigste Banane, haben wir jetzt gesehen, ist die Gott-Banane. Aber mal gucken, ob wir die irgendwo finden sollten. Gerade spielt auch niemand auf dem Server, was ich ein bisschen schade finde, weil irgendwie kann man ja hier ein bisschen Konkurrenz ganz gut gebrauchen. Hier kann man sich sogar ein bisschen mehr holen. 5000 Coins, Passes kann man sich hier holen. Genau, größere Bags, Infinity Bag. Aber ansonsten kann man hier doch auch irgendwie doppelter Speed... Nee, brauche ich nicht unbedingt. Das da ist ein bisschen... Ja, das da kann man sich eigentlich mal holen. So, und irgendwie Infinity Bags, Leute, oder? Passes, genau, doppelte Bananen, doppelter Speed, Bananenhammer, gibt ihr einen Bananenhammer, warum auch immer ich einen Bananenhammer brauche, keine Ahnung. Ich schau mal gleich nach, was man sich so bei den Upgrades noch alles holen kann, weil hier ist nämlich noch ein Gebäude, da kann man sich, boom, kann man sich tatsächlich noch ein bisschen mehr holen, zack. Upgrade, schauen wir doch mal, E2Talk. Man kann sich hier tatsächlich für 100 Bananen ein Upgrade holen. Dann hole ich mir direkt mal einfach hier so 1000 Coins. Oder 2500 Coins. Komm, da machen wir nichts, Leute. Da kennen wir nichts. Holen uns jetzt erstmal hier ein paar Coinies. Alter, ich bin extrem schnell hier drin irgendwie. Ganz vorsichtig, langsam laufen. E2Talk. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Kann ich nicht noch mehr upgraden? Es ist so schwer, hier rumzulaufen. E2Talk. Upgrade. Okay, nochmal. So. Was? Das ist voll schwer, hier drinnen zu laufen, Mann. No, ja, ich will upgraden. Nochmal, dann so. E2Talk. Ja, lass mich mit dir reden. Alter, das ist irgendwie mega crazy hier mit dem Rum... Ja, genau. Wir sind jetzt schon Stufe 8, können 200 aufladen. Was ist das da für ein... Ich weiß nicht genau, was hier los ist, aber irgendwie... ich bugge! Okay, weiter geht's. Wir können jetzt mal ein bisschen weiter schauen, dass wir irgendwie mal die Gott-Banane finden, aber ich glaube, die kommt ultra, ultra selten. Doppelte Geschwindigkeit ist, glaube ich, nicht so unbedingt nötig, weil wir sind schon recht schnell hier in dem Ganzen. Der Bananensimulator, Leute, es ist einfach so crazy. Ich würde gerne mal wissen, was man so... Hey, da kann man sich sogar noch verschiedene Areas freischalten. Dann lass mal kurz gucken. Oh! Ja, das war heftig gerade. Lass uns mal gleich gucken, wie kann man hier... You can enter! Oh, interessant. Dann können wir jetzt hier sogar schon weitergehen, Leute. Wir haben jetzt hier sogar schon unsere andere fliegenden Bananen-Dingsbums hier an der Seite. Checken wir das ganze Ding mal aus. Was ist hier drinne? Ach so. Hier ist dann so Bananen-PvP oder so. So, ich hau euch kaputt mit meinem Bananenhammer. Okay. Das ist Player versus Player, denke ich mal einfach. Interessante Sache tatsächlich. Ich hätte schon gerne irgendwie die Gott-Banane irgendwie gefunden. Oh, die sind gut. Die hier geben ja auch nochmal ein bisschen was. Ich muss das noch ein bisschen lernen, wie man hier oder wie viel die wert sind. Es regnet einfach Bananen, Leute. Wie cool ist das denn? Ich wünschte, ich würde hier leben. Oh, da war nochmal so ein Banana-Man. Den nehmen wir natürlich mit. Upgrade. Upgraden wir jetzt erstmal, okay? Zack. Oh nein, ich bugge schon wieder so rum. Klick hier to buy infinite bag. Nee, Backpack. Oh, ich glaube, wir haben nicht genug Geld. Hm. Okay. Dann brauchen wir den jetzt einfach nicht. Guck mal, jetzt bugge ich schon wieder so mega hier rum.
Wie bin ich hier ins Haus gekommen? Hey, Superman, was geht? Mann, Superman, ich komm zu dir. Oh yeah, wieder zurück in Banana City, Leute. Oh, ich glaube, ich bin echt der krasseste Affe hier überhaupt, Leute. Es regnet Bananen, ja, sell. Dann verkaufen wir das Ding mal. Ganz easy, Leute. Hier haben wir übrigens noch ein Bananenmuseum. Genau, das waren wir. Da waren wir eben schon drin. Hier gibt es sogar schon ein paar, die schon ganz schön weit sind. Oh, da hat einfach einer Top 5 Kills. Da ist hier einfach 10.000 oder sowas hat er da. Krass. Aber Leute, wir sind immer noch auf der Suche nach der Gottbanana. Das würde mich mal echt interessieren, ob es hier tatsächlich eine Gottbanana gibt, Leute. Ich bin gespannt. Wir machen hier einfach mal ein bisschen weiter, indem wir... Oh, da ist sogar tatsächlich jemand gerade gejoint. Crazy, wir haben Freunde. Juhu. Alter, krass. Okay, Leute, ich bin gespannt, wie das hier wird, wenn wir hier die krasseste Banane überhaupt werden. Ich muss sagen, so diese Simulatoren machen schon Spaß, tatsächlich. Aber es muss halt auch schon ein ganz, ganz besonderes Thema sein, wie jetzt zum Beispiel Süßigkeiten oder Bananen oder Käsefüße. Wer weiß. Auf jeden Fall gucken wir jetzt einfach mal, dass wir hier die krasseste Banane werden, Leute. So, hier ist... Hey, hier ist sogar ein Geheimgang. Da gehen wir doch mal... Oh! Hey, wie cool! Hier sind einfach Minions, die mit einem Lightning McQueen spielen. Cool, Alter, richtig cool. Alter, das ist ja voll das kleine Easter Egg hier. Mega witzig irgendwie. So, aber die goldene, ich meine, die Gottbanane ist uns immer noch nicht über den Weg gelaufen, Leute. Das ist eine Banane, die wir unbedingt... Okay, da... Hey, da ist jemand. Hey, was geht ab? Wie bist du denn hierher gekommen? Gucken wir mal. Hier ist Backpacks. Nee, Backpacks brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier ist nochmal die da gewesen. Die gibt 20. Ansonsten, die Gottbanane, die ist hier nirgends, oder? Mich würde das mal echt interessieren. Wie oft droppt so eine Gottbanane? Weil bisher haben wir die noch gar nicht gesehen. Mich würde es echt mal interessieren, ob wir diese Folge noch eine Gottbanana finden, Leute. Keine Ahnung. Also wir haben schon eine Menge Rainbows, eine Menge Banana Mans. Dann hatten wir schon eine ganz schöne Menge von diesen anderen und sowas. Aber noch keine Gottbanane. Vielleicht finden wir ja sogar gleich mal eine. Das wäre ganz cool eigentlich. In der Zeit sammle ich einfach ganz fleißig hier weiter meine ganzen Bananen. Okay, Leute, also ich bin jetzt schon die ganze Zeit hier am Rumlaufen und habe bisher auch noch keine Gottesbanane gefunden, aber es sind gerade mega viele Leute gejoint. Ich glaube, das sind alles Zuschauer. Die schreiben mir auch, hi Lars, machst du ein Video? So, sagt alle, hallo, hi, ich bin auf der Suche nach der Gottesbanane. So, die möchte ich gerne aufheben, die leuchtet. Nice, okay, nur dass die Leute Bescheid wissen, nicht, dass die jetzt da irgendwie Dings, die Gottesbanane finden und dann einfach mir wegklauen oder sowas, keine Ahnung, das wäre nämlich ein bisschen blöd. So, aber es sind jetzt einfach voll viele Leute hier drin, crazy, so macht das Ganze doch gleich viel mehr Spaß, yeah. So, zack, hier kann man dann ein bisschen was verkaufen, so. Und ansonsten kann man hier sich noch einen Hammer holen. Das ist, glaube ich, ganz interessant fürs PvP tatsächlich. Checken wir mal kurz das E aus. Kaufen wir uns direkt doch mal hier den für 1000, Leute. Zack. Wird doch gegönnt, oder? Hier der Big Metal Hammer. Bam. Aber die Gottesbanane ist nicht da. So, also Leute schreiben jetzt, ich helfe dir. Ja, genau, perfekt, Leute. Dankeschön, dass ihr mir helfen wollt. Aber ich suche eigentlich gerade die Gottesbanane. Ich will die Gottesbanane haben, weil das ist nämlich die krasseste Banane, die es überhaupt nur gibt. Und ich bin der Bananenkönig. Oder der Bananengott in dem Fall. Ach, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Aber es sind jetzt schon voll viele Leute hier. Crazy. Alter, mega lustig. Das ist voll krass. Ich bin einfach nur hier reingekommen und auf einmal waren sau viele Leute hier. Das ist echt witzig. Oh, ist es da hinten die Banane? Nee, ist es nicht. Mist. Ich will sie haben, die Gottesbanane. Sie soll mir gehören und niemand anderem. Aura-Shop. Was gibt's denn hier in einem Aura-Shop? Zeig mal her. Okay. Danke für die... Ah! Jetzt habe ich das Ding auf dem Rücken. Cool. Kann man noch mehr? Oh, cool. Danke. Dankeschön. Ah! Verstehe, man kriegt dann irgendwie die Aura um sich herum. Oh, ich habe nicht genug Geld. So, schauen wir mal ein bisschen weiter. Aber wir sammeln jetzt schon viel, viel schneller ein, auf jeden Fall. Hat jemand die Gottesbanane gefunden? So wie es aussieht, nicht, Leute. Ich habe das Gefühl, dass es die gar nicht gibt, oder? Das wäre halt mega doof, wenn es die Gottesbanane gar nicht geben würde und ich jetzt hier die ganze Zeit rumlaufe und wünsche mir die ganze Zeit, dass die Gottesbanane kommt und sie kommt dann halt einfach nicht. Das ist so crazy, Mann.
Es ist wirklich so crazy. Egal, wir nehmen jetzt einfach mal hier die ganzen Sachen mit. In der Hoffnung, dass die Gottesbanane trotzdem noch vom Himmel fällt. Das hört sich so komisch an. Bitte, fall vom Himmel! Ich glaube eher nicht, dass sie heute noch vom Himmel fällt, aber es wäre super nice, wenn die jetzt doch hier einfach so vom Himmel fallen würde. So, gleich erstmal wieder verkaufen. Hä? War der schon die ganze Zeit da? Hä? Nein, war er nicht. Lol, zusammen mit das Ganze. Guck mal, es kommen jetzt die ganze Zeit neue Leute hier. Funny. Das ist wirklich sau cool. Alter, hier ist aber wirklich, ich hab die Gottbanane. Wo? Wo? Wer hat die jetzt eingesammelt? Meinst du jetzt die da? Oh nein, das wäre jetzt zu blöd, wenn er die jetzt irgendwie, wenn er jetzt die einfach eingesammelt hat. Oh nein, okay. Ich glaube, die Gottbanane existiert gar nicht. Oder vielleicht hat er sie doch gesehen. Eines Tages wirst du mir gehören. Eines Tages wirst du mir gehören. Mann. Oh, Leute, ich bin jetzt schon die ganze Zeit hier am Rumlaufen, Mann. Ich finde sie nicht. Ich glaube, diese Götterbanane ist einfach nur ein Mythos, um dass die Leute hier weiterspielen, so wie ich. Die einfach spielen und laufen und Bananen sammeln. Ich kann keine Bananen gerade mehr sehen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 14 Uhr bei einem weiteren Video, Leute. Ich kann jetzt keine Bananen mehr sehen, Mann. Ich habe jetzt so viele Bananen gesammelt und so viele Bananen schon gegessen, Leute. Aber falls ihr Bock auf den zweiten Teil von dem Bananensimulator habt, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Vielleicht wird das Ganze ja nochmal ein bisschen geupdatet oder sowas. Aber ich habe die Götterbanane leider heute nicht gefunden. Vielleicht finde ich sie das nächste Mal wieder. Keine Ahnung, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 14 Uhr bei einem weiteren Video. Haut rein, Leute. Einen bananischen Tag noch. Haut rein, Leute. Tschüss.